Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kunarium. Ich habe mich jetzt mal etwas schlau gelesen und ja, ich muss vor den komischen Viechern leider Gottes wegrennen, was ich eigentlich nicht so feier. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Ja, komm, renn. Renn jetzt. Da kommt der Erste. Nein! Lass mich! Geh weg! Nein! Mist! Ich darf nicht in diesen Raum gehen. Okay. Das ist scheiße. Dann weiß ich ungefähr, wie ich rennen kann. Auf ein neues! Ja, komm und jetzt hier. Lass mich. So. Schneller, schneller! Renn! Och, geh doch schneller die Treppen hoch! Schneller! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Los! So, und hier ist jetzt genau. All these must be the products of my disordered imagination and nothing more. Hoffentlich. Hoffentlich. Jetzt können wir nämlich auch hier lang. Wenn das jetzt noch öfters passiert, dass ich irgendwo hin wegrennen muss oder so, dann habe ich da keine Lust drauf. Weil damit habe ich natürlich nicht gerechnet, das mag ich auch nicht so wirklich. Hm. Okay. Na komm, wir laden dich noch mal kurz. Hier dahinter geht's weiter. Dann müssen wir jetzt. Okay, das ist eine merkwürdige Schlangenskulptur. Ein altes Musikinstrument mit kunstvollen reptilienartigen Ornamenten. Es sieht noch funktionstüchtig aus. Aber wer kriegt das? Gott. Ich muss das. Hä? Hallo? Ach, hier kommt man einfach so vorbei. Oh. Okay.
Och nee. I don't know if anybody reads this or if there is anyone still alive out there. I've lost everybody who was on my search party. I am alone and afraid. Even from the outer place echoes of my own footsteps that are reverberating along these halls of ages-long silence. It is hard to tell if I am alive anymore. Those visions, sounds, wow. The devilish scenes described in the reliefs I come across every now and then. We were not meant to be here. Dr. Faust! Dr. Faust, are you there? Answer me, please! Wow, der sagt jetzt, dass die hier nie hätten herkommen dürfen. Was für ein Idiot! Gucken, wie oft es hier noch solche Szenen gibt, wo ich wegrennen darf. Ein Loch. Och nee, das sieht schon wieder so aus. Okay, der Handschuh piept. Wir gehen erstmal hier hoch. Ja, es wird lauter. Was war das? Was? Kam schon wieder dieses dumpfe Bomben. Ich weiß nicht, ob man das in den Aufnahmen hört. Ich hoffe es mal. Gottes Willen, es wird immer gruseliger hier. Okay. Die sehen auch so aus, als ob die an Kopfschmerzen leiden. Die halten sich auch den Schädel fest. Okay, warum ist hier ein Haus? Da vorne steht einer. Irgendwo ist hier was.
Jetzt hört's wieder auf. Oh, es geht eben auf den Sack. Wer weiß, ist jetzt erstmal egal. Aber da vorne steht einer. Hallo? Okay. Hallo? Ist noch jemand da? Ah, er wird geladen. Was ist das da hinten? Was war das, bitteschön? Und wo ist mein Handschuh hin? Was that a sheer delusion? Nachdem mein Wissen über ja, Pause drücken, lesen bitte schön. Okay, wir haben mal wieder eine Taschenlampe. Der einzige Gegenstand. Was? We need to be cautious, not to let anyone else see this grand collection. It could be extremely dangerous for both of us. Alter! Deliberately preserved heads from Mesopotamian marshlands. Such cultivated minds kept in permanence by getting dried under the scorching. Ist das eklig. Ein Krokodil. A stuffed subadult Nile crocodile. One of the oldest creatures still living on the face of the earth. Okay. Da ist nichts drin. Aber hier. A sacrifice ritual mask from Middle Africa. A medicine man mask from Northwest Africa. Okay. Aufnehmen natürlich. Looks like a preparation for a long trip. Ja, kannst du mal sehen. Ey, da gehen wir noch nicht runter. Da gehen wir auch noch nicht rein. This relic is from Madagascar. I have two versions, but this one is extremely rare.
It is called Hanaldi. Nobody knows exactly what it means, but from its symbolic depiction of a dark sphere inside a light one, it is thought that it could mean the underworld. I had it brought by an old captain friend who often visits that island for trading purposes. Du bist ein Arsch. Zudem wird mir nichts gesagt, okay. This is exactly the same room I've been in one of my visions. falscher Knopf. A native drum from the Asmat people of New Guinea. Their creation myth says Fumeripits made the first carvings of men and women. By beating on this drum, Fumeripits caused the figures to dance, bringing them to life. Okay. According to legend, this very djembe belonged to a learned drummer from Senegal, who can speak with the dead by rhythmically beating it. Eine Figur eines Kaiserpinguins, einem Tier, das in Afrika beheimatet ist. Ach, Afrika ist klar, Antarktika, so. Was ist das für merkwürdiges Zeug, was da drin ist? Mein alter Freund, was Sie mir über die geteilten Erlebnisse der Konarium-Probanden berichtet haben, lässt mich an die nekromantische Art der Datenerhebung denken. Ja, wer das lesen möchte, bitte einmal auf Pause drücken. Ja, das Zimmer haben wir durchsucht. Einfach mal wieder zwei weitere Zimmer. Mask of an all-powerful moon goddess, esteemed by an eastern island tribe, now lost in time. It is from the private collection of the late famous hermit, Klaas van Herdeth. Don't ask me how I get it. I have my ways. Okay. Cryptic mask with an untraced origin. Elusive mask from the submerged parts of Kerguelen Islands. Der hat ganz schön viele Trophäen gesammelt, kriege ich hier mit. This is called the Mask of the Beholder. Okay. Skulls from New Guinea that are believed to be housing protective spirits. What? Okay. Aus einigen verbotenen Schriften, tralalilalu. A serpentine ritual mask from India, which is said to have hypnotic effects on the one who deeply gazes into its eyes. Woodland lizard spirit mask. Huh. Was ist das?
Funktioniert nicht. Ich brauche einen Phonograph-Zylinder. Hier. Hier waren wir schon. Ja gut, dann gehen wir mal in den Keller runter. Aber was sich da unten verbirgt, das erfahren wir im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.